Hallo und herzlich willkommen, hoffentlich retour, zu unserer wöchentlichen Salespiration. Die Tasse Kaffee ist da, das ist schon mal ein guter Anfang. Übrigens, je nachdem, wie lange ihr uns schon mir folgt, entweder Feminist Economy oder Empathic Business, bei der Vastentaner Media hängen wir ja so erst so die letzten 2 Jahre mit rum. Dann solltet ihr vielleicht noch wissen, dass die Salespiration einen anderen Namen früher mal hatte, was mehr damit zu tun hatte, nämlich auf eine Tasse Inspiration und ein Offline-Format war. Dann wurde die Nachfrage danach irgendwie immer digitaler. Das fand dann dieser Shift schon von 2014 und 2015 statt. Und irgendwann wurde es ein voll digitales Format mit unterschiedlichen Rhythmen. Und jetzt ist es definitiv ein zweimal in der Woche wöchentliches Format, einmal Deutsch, einmal Englisch. So verändern sich Dinge über die Jahre. Herzlich willkommen retour zur Salespiration. Die Salespiration, wozu soll die ja nicht da sein? Ja, wir zwei, drei, wer auch immer, wir trinken eine Tasse Kaffee gemeinschaftlich, um gut in den Tag zu starten und mit dem einen Ziel, mehr Kohle auf Konto. Das ist das eine Ziel am Ende des Tages. Natürlich ist das ein bisschen kurz gegriffen, aber am Ende des Tages geht es im unternehmerischen Erfolg schlicht und einfach auch darum. Kohle auf Konto muss da sein, ansonsten ist es ein Hobby und dein Hobby kann ganz schnell weg sein. Da hat keine langfristige Planung dahinter und von dem Familieneinkommen zu stemmen sind wir auch ganz weit entfernt. Sales ist für viele so eine Zwangsmaßnahme. Am Ende des Tages kann es sehr viel Spaß machen, denn wenn du geiles Produkt hast, dann macht das auch ganz viel Sinn, dass sehr, sehr viele geile Menschen davon erfahren und es einkaufen. Also, deswegen kommen wir hier einmal in der Woche zusammen, vielleicht auch zweimal, je nachdem, ob ihr die englische Seite auch noch guckt, um genau das zu tun und mit der Morning Show auch. Regina und ich, wir lieben und leben Business, andere Businesses erfolgreich machen. Und heute kommen wir zu einer der Salespiration, der entscheidenden Folgen im Vertrieb. Wir möchten weiter Leute vertreiben. Moment, also nennen wir es weiter Sales. Und das ist ganz viel labern. Nicht. Grundsätzlich lebt und guter Sales davon, sehr genau hinzuhören. Gut zuzuhören. Ich hatte einen legendären Chef, der folgende Regel ausgegeben hat. Regel Nummer eins, öfters mal die Fresse halten. Wenn Regel Nummer eins nicht gilt, dann Regel Nummer zwei, öfters mal die Fresse halten. Wenn diese nicht gilt, Regel Nummer drei, öfters mal die Fresse halten. Es ging so weit bei den guten alten Tipps, dass wir das noch mehr über Telefon gemacht haben als über Videocalls. Insofern müssen sich halt einfach auch die Hand draufbeißen. Man stelle sich nun also eine Faust irgendwo vor. Ich mache das jetzt heute Abend, sage mal nicht vor. Also das ist jetzt nicht, und diesen guten Tipp habe ich, boah, das muss 2003, 2004, ich weiß es gar nicht mehr, ist auf jeden Fall lange her, dass diese sehr amüsante Ansage quer durch den Raum gebrüllt worden ist. So ist das auf dem Floor. An der Stelle aber ganz wichtig, und es ist eine der völlig unterschätzten Dinge im Sales und insbesondere auch eine der großen Herausforderungen, wenn wir in dieser Welt, wo wir uns heute bewegen, in der hoffentlich Gottes Willen, ich weiß, dass immer noch nicht alle ihre Sales-Strategien auf digitale Seite aufgestellt haben, sondern irgendwie immer da noch rumschlampen und maximal in Teilen vielleicht Marketing machen. Das machen sicherlich die meisten zwischenzeitlich, digitales Marketing abzubilden. Digitale Sales-Seite ist immer noch ein ziemlich gruselige Welt, wo wenig getan wird. So, also, es gibt grundsätzlich für immer die zwei Arten des Zuhörens. Und zwar Zuhören in 1 zu Situationen, 1 zu 1, klassischerweise zum Beispiel im Vorgespräch oder eben diesen 1 zu 1 Settings. Und wir werden ja auch mal wieder klassischerweise Netzwerken gehen. Das ist ja nicht alles ausgefallen, gerade nur etwas verschoben. Dann muss gute Zuhören, aktives, interessiertes Zuhören. Und die meisten versauen es schon an Schritt 1, nämlich kein echtes aktives Zuhören, wenn ich nicht echtes Interesse an meinem Gegenüber habe. Ich kann nicht, das merkt mein Gegenüber relativ schnell, wenn es mich eigentlich echt nicht interessiert, ich entweder auf einen schnellen Abschluss aus bin, mit dem Kopf woanders bin oder grundsätzlich einfach Menschen ziemlich dämlich finde, ne? Also das ist so ein bisschen so, die Freude am Menschen ist die Grundlage. Ich muss nicht alle mögen, aber ich muss neugierig auf diese Menschen da draußen sein. Das ist die Grundlage von einem verdammt guten Sales. Deswegen zurück zu diesen zwei Schlagworten mit Empathie und Resilienz. Und wenn ich in so einer direkten Situation mit jemandem bin, dann ist eben besagte Regel 1 bis 3, öfters mal die Fresse halten, wirklich ganz, ganz kampfentscheidend.
Extremkampf entscheiden an der Stelle, meinem Gegenüber den Raum zu geben, dass ich ihm zuhören kann, dass er oder sie sich ausdrücken kann, dass dieses stattfinden kann, dieses im Kopf durchgehen und auf die Frage, die man vielleicht gestellt hat, auch wirklich antworten. Ich finde es mal wieder lustig, also die Braindates müssen ja jetzt umbenannt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber Karin nennt mich ja seit neuestem mal Nostradamus Lampe, deswegen heißen die jetzt Glaskugeldates oder so ähnlich. Ich prophezeie ihnen ihre wirtschaftliche Unternehmertätigkeit oder ich prophezeie ihre den Lebenslauf ihres Unternehmens in den nächsten Monaten, so oder so ähnlich. Wir arbeiten noch an der Tagline. Ist wirklich so etwas, auch immer dieser Frage, was muss ich für so ein Vorgespräch vorbereiten? Ja, nix. Die Fragen sind die gleichen und ich muss wissen, woran du wirklich hängst, woran es wirklich deine Sicht der Dinge ist. Denn meine Profisicht wird im Zweifelsfall eh schon ganz anders sein. Also dieses wirkliche, sehr bewusste Hinhören mit einer echten Interesse an Gegenüber. Immer wieder so, ja, wir müssen das Vorgespräch überarbeiten. Ja, es gibt eine bestimmte Struktur, wie so ein Vorgespräch abzulaufen hat. Stichwort, alles basiert auf dem Salesberg. Aber das größte Teil ist wirklich im Vorgespräch erstmal hinzuhören und dann klar zu machen, okay, das ist der Ablauf, das ist unser Angebot, das sind unsere Möglichkeiten. That's all. Ja, keine großen Magic ersten Sätze oder sonstiger Bullshit, sondern es geht wirklich darum, echtes Interesse am Gegenüber zu haben, um wirklich zu verstehen, kann ich das Problem überhaupt lösen? Und das ist etwas, was der Mensch sehr vermisst, dieses echtes Interesse und vielleicht auch zu sagen, ey, das ist überhaupt nicht mein Schreibtisch oder dafür jemand kommt anderes in Frage. Also, wenn ihr mit Vorgesprächen oder eben diesen Erstgesprächen arbeitet, dann achtet darauf. Das geht aber auch in, wenn ihr E-Mail-Anfragen, also vielleicht schon einen Schritt weiter seid, ihr habt eure Anfragen standardmäßig per E-Mail. Ihr müsst nicht das hochindividuelle Angebot, wie wir für unsere großen Betreuungen machen, sondern es ist relativ klar, okay, wenn man bei unserer Produkte, Sales oder Webseiten, Checkup, das ist relativ standardmäßig, wunderbar, aber trotzdem, da muss ich eben die E-Mail genau lesen, genau darauf achten, was die Anfrage der potenziellen Kunden ist. So, das ist eigentlich noch für die meisten relativ klar, aber jetzt sieht es auf der anderen Seite aus. Wie sieht es denn jetzt mit dem aktiven Zuhören in so einer Situation, wie wir gerade sind? Eins zu viel. Ein Teil ist live dabei, ein Teil guckt sich das Video im Nachgang an, ein Teil wird sich dieses Video mit Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahres an Versatz angucken. Es gibt ein Webinar von mir, Slow Business, Big Business, genau 5 Jahre alt, immer noch Abrufe. Jo, ne? Also ich meine, wenn die Sachen gut sind, dann werden sie vielleicht nicht mehr ganz zeitkritisch, aber solche Sales-Tipps sind meistens, da muss sich das Verhalten schon sehr krass ändern, dass diese Grundlagen-Baseline in so einer 20 Minuten sich geändert hat. Also nein, selbst aktuell nicht. Wie mache ich das? Wie mache ich das aktive Zuhören in dieser 1 zu vielen Situation? Ganz klar, wenn es Live-Geschichten sind, dann gucke ich, ob es Rückfragen, Anfragen aus dem Live-Publikum gibt, die ich eventuell einbauen kann, auf die ich eingehen kann. Okay, das ist soweit noch klar. Aber auf der anderen Seite ist es auch dieses Vorbereiten, dieses ganz klar zu gucken, okay, was ist heute relevant? Und heute ist unsere Inspiration, die fällt mir persönlich jetzt ein bisschen weniger leicht. Also wir haben heute den 27.10. Wir sind immer noch mitten in der globalen Pandemie. Wir laufen auf die Präsidentschaftswahlen in den USA zu, die für uns mal globalpolitisch echten Impact haben. Und der US-Senat hat gestern diese unmögliche Supreme Court-Kandidatin verabschiedet. Es ist nicht so, dass dann die Laune hier wahnsinnig hoch und groß ist, aber trotz alledem muss ich an der Stelle gucken, okay, das sind globalpolitische Strömungen. Deswegen fällt jetzt die Salespiration nicht aus, aber vielleicht bin ich nicht ganz so cheery. Manchmal sind solche globalpolitischen Strömungen eben relevant und manchmal sind sie nicht relevant. Eine Corona-Pandemie komplett auszublenden, ja, okay, das wird nicht funktionieren. Muss ich deswegen aber quasi in jeder Folge darauf eingehen, wie man mit der unternehmerisch umgeht? Nein. Kann ich es komplett ausblenden? Nee. Aber es gibt eben zum Beispiel Ereignisse, die vielleicht bei euch eine höhere Bedeutung haben. Die genannten jetzt vielleicht schon ein bisschen weniger oder so gar nicht. Aber es kann eben Möglichkeiten sein, dass das eben bei euch sehr, sehr relevant wird. Und auf diese generellen Strömungen einzugehen, das anzugucken, ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, das wirklich hinhören im Großen, was beschäftigt die Leute, wo sind sie gerade, wo sind denn so unsere Kunden gerade? Und das ist sehr unterschiedlich, wo unsere echten Kunden, also die Leute, mit denen wir wirklich quasi im Prozess sind,
werden Kunde oder sind Kunde, die sind eigentlich mittendrin dann so, okay, wir rocken das jetzt, wir machen das, das ist alles gut vorbereitet, okay, komme was wolle, wir stehen gut da. Na, das ist alles quasi ein Handgriff in diese Richtung, ein Handgriff in diese Richtung. Ein Großteil unserer Kunden auch schon so, ihr seid aber auch noch, wir hatten noch Ressourcen für uns in 2021, ja, ja, kein Bestandskunden wäre erstmal weitergeplant. Dann haben wir innerhalb der Kunden die, die sagen, nee, also irgendwie weiß ich nicht, ich glaube Betreuung in 2021 brauche ich nicht, das ist der kleinere Teil. Und dann haben wir diesen großen Teil dessen, die nicht direkt mit uns in Kontakt sind und wo Regina als auch das Komplettteam so im Hintergrund, wir uns alle so ein bisschen Sorgen machen, sondern so, ey, okay, Frage, habt ihr euch gut genug vorbereitet? Steht ihr gut genug da? Ja, wir sind ressourcenmäßig aufgestellt für den knackigen Winter. Aber zaubern, also in der Art und Weise zaubern, hektisch können wir auch nicht. Also das heißt auch bei uns sind so Sachen, wo ist die generelle Strömung? Und Teile muss man ehrlicherweise sagen, Teil ist gut vorbereitet. Nicht nur unsere eigenen Kunden, auch von Kollegen oder einfach grundsätzlich gut aufgestellt, haben die Zeit gut genutzt, da werden auch die nächste Zeit gut nutzen. Und bei anderen, wo du dann so denkst, so, okay, man hat immer so ein paar Leute, wo man sich denkt, so, okay, sollte das langsam an die Puschen kommen? Ich kann jetzt aber nicht immer die fünfte Mail schreiben, so ungefähr, beziehungsweise noch weiter weg. Und das sind generelle Strömungen. Ja? So, jetzt muss ich die im Sales natürlich auch irgendwo klar machen. Zum Beispiel, mit wie vielen Ressourcen haben wir noch? Wie sehen wir das ein? Wann wird es irgendwie? Wann kann man auch nicht mehr handeln? Das sind solche Geschichten. Wie sehr kann man solche Sachen vorbereiten? Also generelle Strömung betrachten, das Generelle betrachten. Deswegen auch immer wieder diese Frage, die wir, wenn ihr uns ein bisschen auf anderen Kanälen folgt und vielleicht auch Teil unserer Kunden folgt, dann werdet ihr sehen, wir haben ein bisschen so ist ja angestoßen gestern. Einfach mal in die Runde fragen, was brauchst du denn jetzt gerade? Und das kann auch einfach sein, Lampe, halt die Fresse, ich will die Welt ausblenden. Hey, easy. Solange du nicht einer meiner Kunden oder Kundinnen bist, gönn ich dir, gönn ich dir. Wenn du bei mir auf dem Schreibtisch liegst, wird das leider nicht funktionieren. Welt ausblenden ist nicht. Aber das ist genauso dieses, was braucht es an Zugucken und was braucht es auch für Anpassungen in der Welt, wo aktuelle Strömungen sind. Und das kann sehr hands-on sein, dass ich teilweise im Sales sehr kurzfristige Sachen, so wie wir es dieses Jahr ja so ein paar Mal überlebt haben, insbesondere wenn man irgendwie mit Offline-Veranstaltungen in solchen Formaten plant, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses generelle Hinhören, dieses sehr saubere Beobachtungsgabe. Ein guter Sales lebt davon, die Welt nicht auszublenden. Ja, es macht keinen Spaß, irgendwie über diverse News-Outlets drüber zu scrollen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was beschäftigt die Menschen. Besonders gerade, wo immer wieder von irgendeiner Pseudopanikmache geredet wird und ich so, welche Panikmache. Ist auch egal, also auch über Social Media drüber scrollen. Es ist nicht immer ganz simpel, aber eine gute Unternehmerin, ein guter Unternehmer blendet die Welt nicht aus. Es ist nicht, wir sind keine drei mehr und machen den hier. Wir hören also sehr genau hin, aber wir hören auch auf uns selbst und wir hektisch werden. Wir hören auf uns selbst zu, um nicht irgendwelche idiotischen Anpassungen hin und her zu schmeißen, die da keinen Sinn machen. Denn das gute Zuhören heißt ja auch, nur weil die Welt jetzt da draußen sich um alles Mögliche ändert, das kann auch nur eine Momentaufnahme sein. Das heißt, ganz wichtig bei diesem generellen großen Zuhören, ist dieses, okay, ist das eine Momentaufnahme, hat das Auswirkungen für mich und denke ich langfristig genug? Dem Sales wird viel unterstellt und das ist so, wenn wir nicht um aktives Zuhören im Sales reden und sage, ich muss grundsätzlich neugierig auf Menschen sein, zuhören, ne, dass man die Fresse hat. Natürlich hatte ich in so einem Video jetzt nicht 5 Minuten lang die Fresse, das wäre sehr, sehr, sehr strange. Aber trotz alledem, bei manchen Themen, beim aktiven Zuhören, vielleicht ist es euch aufgefallen, versuche ich beim Sprechtempo auch ein bisschen runterzugehen, anstatt meine sonst auch ganz gerne relativ knackige Nummer hinzulegen. Denn dieses Thema hat auch viel damit zu tun, dass ich zum Beispiel über ein Sprechtempo mein Gegenüber Möglichkeiten gebe, Raum zuzuhören, Sachen anders zu verarbeiten. Auch ganz wichtig, so dieser Raum von, okay, was brauchen die jetzt, aber in welche Richtung geht es? Und das hat das wirklich Auswirkungen auf mich. Nochmal, der größte Fehler sind kurzfristige Schnellschüsse. Aktives Zuhören ist deswegen auch so wichtig, denn die meisten Unternehmen denken, also die meisten sind es auch ein bisschen übertrieben, aber sehr, sehr viele, nee, es sind schon die meisten, weil der kleine Ausschnitt derer, die wir betreuen, auch wenn es irgendwie schon ziemlich viele Leute sind und viele Unternehmen sind es trotzdem natürlich sehr, sehr klein, ist die Denke aber nicht langfristig genug. Das heißt, jetzt wird hingeschmissen, jetzt wird das beendet, jetzt ist doch mal gut, und dann hört das Ganze doch irgendwie jetzt auf. Das ist ähnlich wie die Pandemie, kann jetzt endlich mal vorbei sein, wir haben jetzt keinen Bock mehr. Ja, das wird die halt nicht so ganz interessieren. So, das ist irgendwie, das ist so, nee, haut nicht so hin.
Auch das ist so wichtig beim aktiven Zuhören, denn wenn ich sehe, okay, meine Kunden verändern sich, das, was sie brauchen, verändern sich, dann muss ich Anpassungen vornehmen. Das betrifft zum Beispiel auch wirklich auch ganz praktisch immer unser eigenes Portfolio. Und da ist es dann solche Sachen, so bieten wir vielleicht noch das gleiche Produkt an, aber ganz bestimmte Dinge, wo man sagen, okay, das kann man so aktuell gar nicht mehr darstellen, das muss nur so und so viel Betreute, zum Beispiel Betreuungen drin haben, alles andere funktioniert gar nicht erst. Also dieses Zuhören hat Auswirkungen nicht nur auf den Sales, sondern dann eben auch immer aufs Business Development. Und um das einmal zu sagen, Business Development ist meistens etwas, was man sehr viel mehr ad hoc machen kann. Eine vertriebsstrategische Betreuung ist das, was richtig Zeit und Nerven kostet. Zeit. Und dieses Verständnis von langfristig agieren, dieses Verständnis von hinhören und wissen, was mein nächster Schritt ist in diesem großen Prozedere, deswegen muss ich so genau zuhören und zu gucken, was brauchen die jetzt. Also, wichtigste Frage generell beim digitalen Vertrieb ist auch immer eben up-to-date zu sein. Und beim Up-to-Date passiert häufig noch ein Fehler. Ich habe einmal zugehört, aber einmal, das ist ja jetzt kein Mal. Also sowohl auf der Zuhörenseite als auch auf meiner Kommunikationsseite. Ich kann etwas nicht nur einmal kommunizieren. Ihr habt vielleicht, wenn ihr uns ein bisschen mehr folgt, mitbekommen, wir gehen noch ziemlich auf den Senkel mit Weihnachten. Wir retten euch nämlich Weihnachten. Und ihr werdet es vielleicht in den letzten Videos auch schon gemerkt haben. Ich habe immer wieder erwähnt, wir haben nur das Produkt für euch im Angebot, unseren Sales-Vertriebscheck-up und den Webpräsenz-Check-up und zusammen das Rundum-Sorglos-Paket, der quasi Check-up der All-Over-Außenkommunikation unter Marketing- und Sales-Aspekten. So ein Produkt muss ich nicht nur einmal platzieren, ich muss noch ganz viel erklären, was es gut ist, für wen es gut ist, aber ich muss einfach schlicht und einfach auch klar machen, dass wir dieses Produkt haben. Egal, ob ich dafür jetzt diese Woche überhaupt noch einen Termin habe oder erst in 2 Wochen, was auch immer, das ist ganz egal. Aber eben solche Sachen, und das fällt immer wieder hinten runter, egal ob das eben dann Weihnachtsbundle sind, neue Produkte oder die große Frage, Frau Lampel, wann kommt das dämliche Sales-Training wieder? Ja, kommt ja. Hat einen Grund, warum es dieses Jahr nicht gelauncht worden ist. Und das lag nicht nur an der Zeitbudgetierung meines Schreibtisches, sondern an dem, dass ich gucken musste, aktiv zuhören musste. Was braucht ihr? Wie kriege ich ein Produkt so umgesetzt, dass es weiterhin auf der Qualität ist, dessen, dass es funktioniert? Und beim Sales Training ist genau das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel für, das wird als Wissensprodukt einmal benutzt. Und obwohl ich da drin weiß ich nicht, wie oft sage, das Wissen muss ein Können werden, das Wissen muss ein Können werden, das Wissen muss ein Können werden. Ja, also ich quasi Clausewitz am laufenden Bande als Zitat benutze, das sehr weit ausführt. Das ist trotzdem so, Leute kommen ins Sales-Training rein, nehmen das als Wissen, denken das ist wie Physik, haken dran, kann ich jetzt eine Prüfung schreiben, dann kann ich es doch. Ja, hell no. Und insbesondere nicht, wenn ich das Ganze durchziehen will und wirklich einfach auch mal meine Sachen in Angriff nehmen will. So, jetzt war das davor, über die Jahre, das Sales-Training ist ja schon über die Jahre evolviert, das ist ja auch ein über 10 Jahre altes Produkt, was immer wieder neu angepasst worden ist, immer weiterentwickelt worden ist. Und das größte Problem ist schlicht und einfach, okay, wie kriege ich die Leute eigentlich dazu, dran zu bleiben, das Zeug wirklich real in die Umsetzung zu bekommen und es nicht nur als Wissensbaustein zu sehen, okay, dies ist dein Sales-Bereich und ich muss über Beziehungen reden. Und da sind wir wieder bei diesem aktiven Zuhören. Aktives Zuhören ist beziehungsbildend. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren beim nächsten positiven oder negativen Beziehungsgespräch mit Freunden oder Partnern oder Partnerinnen und einfach mal das Gegenüber reden lassen. Einfach nur mal zuhören, einfach mal die Fresse halten, anstatt auf jeden Scheiß emotional zu reagieren, auf jeden Antworten, jedes alles besser wissen. Aber genau diese Dinge passieren im Sales. Ich will mehr reden als mein Gegenüber, ich will das letzte Wort haben und ich will auf jeden Fall besser dastehen. Denn die meisten, die in den letzten Jahren, oder das ist so ein Riesentrend, die meisten sich im Sales rumtreiben, sind Ego-Tierchen. Auf der anderen Seite, die Crowd, die ich kenne, die ihren Sales richtig erfolgreich kann, Spaß, die Kunden quasi dankbar sind, dass es überhaupt Sales gibt, da ist kein Ego drin. Und das ist so dieses große, große Missverständnis an der Sales-Runde. Und das passiert genau, aktives Zuhören ist nicht egolastig. Es geht fucking hell in dem Moment, wo ich zuhöre, nicht um meine Sache, nicht um welches Angebot ich mache, nicht um meinen nächsten Abschluss, nicht um all diesen Krusch, sondern es geht dazu, mein Gegenüber den Raum zu geben, um rauszufinden, welches Problem er denn verdammte Hacke hat. Sell it ist an der Stelle nicht der erste Schritt, sondern sich selbst zurückzunehmen, meine Emotion, was auch immer, hat da keinen Raum. Und weil aber viele Leute, die ein eigenes Unternehmen haben,
oder auch aus anderen Gründen halt nun mal ganz gerne auch echte Ego-Tierchen sind, wir an der Stelle aber nichts zu tun haben. Deswegen läuft das aktive Zuhören häufig ins Desaster. Und andere gute Sales-Leute, ja, wir können alle, wir wissen hoffentlich alle, was wir können, aber zwischen wissen, was ich kann und ein ordentliches Ego haben, denn mit je mehr Ego meistens, umso mehr fange ich auch noch an mir zu zweifeln. Gemeine Dinge hier an der Stelle heute Morgen. Also, nehmt diesen Impuls, insbesondere in 1-zu-1-Settings, egal ob digital oder offline. Guckt aber auch in diesen Settings in 1-zu-vielen, dass Raum ist, dass euer Gegenüber zuhören kann. Achtet auf aktuelle Strömungen. Zuhören bedeutet auch langfristig denken und planen anzuregen. Und von diesen, es geht ums im Sales nicht um meinen Abschluss, sondern um das Problem des Gegenübers. Macht das Leben für den einen Teil entspannter, für die anderen nicht, aber die, für die es nicht entspannter macht, die werden wahrscheinlich auch nie bei mir auf dem Schreibtisch landen. In diesem Sinne, ich wünsche euch weiterhin eine erfolgreiche Woche. Wir werden noch diese Woche rocken. Bleibt gesund, haltet Abstand, zieht eine Maske an, lüftet ordentlich, wascht euch die Hände, es ist so simpel, und trefft euch nicht mit vielen, vielen Menschen. Und wenn ihr dieses Video vielleicht in 2 Jahren guckt, dann werdet ihr euch dran zurück. Stimmt, da war was. Aktuell tun wir das alles. Und in dem Sinne, bleibt ordentlich gesund und wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschö.